Hey Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen zurück auf meinem Kanal bei einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich mache mal so ein Glow Up With Me Video, weil jetzt haben ja die ganzen Geschäfte wieder offen und man kann sein Gesicht wieder reinigen lassen, Nägel machen lassen, Wimpern machen lassen, zum Friseur gehen und manche Sachen sind echt nötig bei mir. Deswegen dachte ich mir, nehme ich euch dabei mit und mache so eine kleine Glow Up Series mit euch, mit mir, keine Ahnung. Ich habe nämlich gleich einen Wimperntermin, denn meine Wimpern müssen wieder aufgefresht werden. Die Kameraqualität ist einfach so krass, ich komme darauf einfach nicht klar. Seht ihr das? Das ist die Sony ZV-1 Vlogging-Kamera. Bisher finde ich die ziemlich gut, also ich kann mich bisher noch nicht beschweren, aber ich muss mich noch ein bisschen damit und so alles abfinden, weil die kann ich auch alles steuern, aber ich glaube, ich muss das Ding erstmal aufladen. Ich fahre ungefähr in einer Stunde los, davon muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen, weil it's a big mess. Noch so voll die Wäschekörbe und ich habe da wieder Sachen ausgemistet, weil ich habe hier die Schubladen frei gemacht, weil ich einfach mehr Platz brauche für mehr Klamotten bzw. meine Klamotten, die ich schon habe, überhaupt da reinzutun, weil ihr seht, mein Schrank ist komplett voll. Okay, Dagi und ich sind jetzt gerade bei der lieben Jacqueline und wir werden jetzt unsere Wimps machen lassen. Ich habe ja schon bekommen und ich kann es nicht glauben. Was denn? Ich habe gesummt. Ups, hallo. Jetzt hat Dagi endlich wieder neue, frische Wimps. Beautiful. Und gleich bin ich auch dran. Ist natürlich alles unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr gerne anrufen. Sie machen eine super Arbeit. Und wie ist es so, Lena? Fühlt sich amazing an. Ich bin schon excited. Ja? Ja, schön. Wiedersehen. Vorher. Vorher. Wow. Gleich kommt das Arzt. Sieht echt aus wie so ein Krankenhaus gerade. So, die Wimps sind dann. Endlich wieder fresh. Schön aufgefüllt. Yes, I like. Yes, all done, all packed up. So sieht sie übrigens aus. Also richtig süß. Ich finde das richtig schön mit diesem Samt hier. Hi, Baby. Hi, Baby. Oh nein, ich habe hier einen Strohschlag gegeben. Guck mal, der hat hier so ein Herz. Luis. Okay Leute, wir haben heute den 20. März und es ist gerade 10 nach 10 und ich bin gerade mit meiner Mama, sag hallo. Hallo. Mit meiner Mama im Auto und ich habe jetzt einen Gesichtsbehandlungstermin. Mein Gesicht wird wieder gereinigt. Ich habe das ja schon vor einem halben Jahr gemacht, oder? Im Oktober? Im Oktober habe ich das schon mal gemacht und es wird mal wieder Zeit, weil ich merke, meine Haut wird wieder schlechter. Und ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben einen Corona-Test gemacht und irgendwie habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Also es war schon mies unangenehm, ich musste voll niesen, weil also ich hatte dieses Kribbeln, weil es hier so in mein Gehirn hochging. Aber ich fand halt angenehmer. Ey, wo soll ich? Und diese Maske mit dem... Es stimmt schon. So. Marco, wer weiß euch? Was soll ich denn sagen? Ja, ich bin bei Betty. Ich bin jetzt hier bei der Betty und jetzt wird gerade mein Gesicht gereinigt. Betty sagt hallo. Hallo, hallo. Wir machen eine schöne Behandlung heute. Fertig mit der Gesichtsbehandlung und mein Gesicht ist komplett aufgepufft, also es ist komplett gereinigt und jetzt ist ganz viel Feuchtigkeit versorgt und ja, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser. Hier sieht man auch die ganzen Spots. Ich färbe jetzt meine Augenbrauen mit diesem Syos Kit in der Farbe hellbraun. Dazu nehme ich hier diese Farbe und tue das hier rein. Dann tröpfle ich hier so ein bisschen was rein.
Dann bürste ich damit einfach meine Augenbrauen so durch. So ungefähr. Den vorderen Teil lasse ich erstmal aus. Das überschüssige Zeug mache ich einfach weg mit einem Q-Tip. Hier vorne was rein. Dann nehme ich mal Micellenreinigungswasser. Gibt es auf ein Wattepad, mache das dann weg. 3 Minuten, 4 Minuten drauf gelassen. Ich benutze jetzt hier mein Desinfektionsmittel. Und das, Leute, das riecht einfach so geil. Das ist wirklich crazy. Und ich benutze das immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Die besten Kaugummis. Schnelltest gemacht, der ist auch negativ bei gerade Fanta Exotic. Okay, Guys, und so sieht es jetzt aus. Man sieht es auf jeden Fall aufgefrescht. Meine Highlights sind wieder oben und es ist alles ein bisschen kühler und ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Und meine Haare werden gleich noch ein bisschen geschnitten und ja, aber sonst finde ich es wirklich richtig schön. So, ich bin jetzt hier mit der Selina. Hello! Die Gute hat mich abgeholt und ich habe mir was zu essen geholt, weil ich habe noch gar nichts gegessen heute. Und wie geil sieht das bitte aus? Der Burger, wir waren bei Fat Burger. Aber sie hat nichts, weil sie macht gerade eine 10.000 Kalorien Challenge. Wie viele Kalorien hast du gegessen? Ja, bisher. Ja. Also mit Jenny zusammen vielleicht 3.000, 4.000. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Naja, aber ich esse das jetzt.